Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich stelle euch wieder einmal ein Steppin' Up Bastelset vor. Ihr wisst ja, oder falls es noch nicht weiß, es gibt ein Set mit Stempel, es gibt eins ohne Stempel. Alle Sets sind meistens so verpackt. Das heißt, wenn ihr alles verbastelt habt, könnt ihr das selbst dekorieren und als Geschenkverpackung wunderbar verwenden. Und das heutige Set heißt tierisch gut geschenkt. Da freue ich mich. Ich habe es noch nicht gebastelt. Also ich habe nicht die Sets zweimal bestellt, sondern wirklich nur einmal. Und bastel ein Teil aus diesem Set, damit ihr ungefähr mal so wisst, was ist drin und wie viel Zeit braucht das Ganze. Was haben wir hier drin? Zum Stempeln ein Acrylblock. Dann haben wir ein paar schöne Stempel dabei. So ein Vögelchen, ein Luftballon und Sprüche oder so ein Text wie für und von, dann toll gemacht, hurra, alles Liebe, du hast Geburtstag, zu deinem großen Tag. Also es sind bei manchen Sets wirklich ein paar Stempel dabei, deswegen auch ein Acrylblock. Und hier ist auch ein Stempelkissen dabei, ein Spot, das ist ein kleines Stempelkissen in der Farbe Abendblau. Da ich die Farbe Abendblau aber schon in meinem Standard großen Stempelkissen dabei habe, werde ich das kleine nicht öffnen. Weil zwei offene Stempelkissen brauche ich nicht. Dann haben wir eine Anleitung dabei. Wie gesagt, ein Projekt daraus werden wir gleich basteln. Dann haben wir schon vorgefertigte Verpackungen. Das sind so ja, Kissenschachteln, würde ich mal sagen. Ich glaube, so nennt man die. In verschiedenen Formen und Farben. Farben. Da sind drin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also das heißt, 8 kleine Verpackungen kann man machen. Dann haben hier wir vorgestanzte und eingefärbte Elemente zum Bestempeln. Ein paar Schilder. Dann damit es auch zum Motto macht. Passt tierisch gut geschenkt, haben wir hier noch Kängurus, Krokodile. Dann, ihr braucht euch nämlich kein Klebemittel kaufen, sondern hier Klebepunkte. Und doppelseitiges Abreißklebeband. Und hier ist so tolle Deko-Elemente. Stimmt, also Harz, Kunststoff. So, aber kein Glitzer, also es glitzert nicht, das sind einfach so Elementpunkte. Und Dimensionals, wenn ihr schon ein Video gesehen habt, wisst ihr, was das ist. Wenn nicht, das sind so erhöhte Klebepunkte mit so Schaumstoff zwischendrin, um etwas anzuheben. So, das war, was da drin ist. Dann schauen wir noch mal, welches Projekt wir danach basteln. So, das ist die Anleitung. Und dann schauen wir mal. Also, es gibt hier zwei verschiedene Varianten. Dann machen wir doch mal Variante 1. So. Wenn ihr schon ein Video gesehen habt, wisst ihr, ich richte mir als allererstes immer die Sachen zusammen. Wenn noch nicht, dann wisst ihr es jetzt. Wir brauchen einmal aus den Tüchern Abreißklebeband. Dann brauchen wir Dimensionals. Dann brauchen wir grüne Pünktchen. Nehmen wir auch gleich. Dann brauchen wir ein Spruch. Was machen wir denn? Ich glaube, toll gemacht. Das hört sich gut an. Wir nehmen dann gleich toll gemacht. Dann brauchen wir das Stempelkissen. Das habe ich mir auch schon gerichtet. Hier das Stempelkissen. Dann den Acrylblock. Dann brauchen wir einmal so eine Box, aber wir nehmen die gelbe Seite. Und dann, ein Kreis in diesem, ich sag es mal pink. Und ein Känguru. Also die Anleitungen sind toll gemacht, sind super easy. Und solche Sets, wenn ihr euch jetzt fragt, für wen ist das? Ist das für Kinder oder was auch immer?
Bei Kindern müsst ihr gucken, ob die das mit den kleinen Teilen so gut hinkriegen. Am besten dann bastelt ihr mit. Aber es ist geeignet für Anfänger, die jetzt mal gucken wollen, ist das Basteln was für mich? Oder für Leute, die nicht so viel Zeit haben, aber gerne basteln wollen, ist das eine tolle Lösung. Und wenn es jetzt heute ein bisschen länger dauert, liegt es daran, weil ich immer alles erkläre. So gut es geht. Ich gebe mir Mühe. So, dann haben wir hier noch einmal das Känguru. Und ein Schildchen, und zwar ein langes Schildchen. So. Ich glaube, das ist passt da. Unser Schild übertragen. Was habe ich denn gesagt? Was machen wir denn? Das ist toll gemacht, habe ich gesagt, glaube ich. Ich glaube, toll gemacht habe ich gesagt. Ja, das passt drauf. Gut. Also, ein Schildchen, Stempel toll gemacht, alles klar. Alles da. Dann legen wir los. So. Also, wir sehen hier ganz klar, wo soll wie was geklebt werden. Als allererstes startet man tatsächlich mit dem Stempeln. Also, hier beim Stempel gibt es zwei Folien, die oberste abnehmen. Dann nehmen wir uns das toll gemacht. So. Das nehmen wir uns hier hin, wird montiert auf unserem Acrylblock. Zack. Dann ein bisschen drauf tupfen. Man sieht schon, wenn man immer so ein bisschen drauf guckt, guckt man so, ob die Farbe überall drauf ist. Die ist überall drauf. Und dann wird es gestempelt. Und ist das nicht ein tolles Ergebnis? Toll gemacht. Klasse. So, und nun mache ich es sauber. Wer es noch nicht kennt, ich empfehle ja immer ganz gerne meine Reinigungskiste. Ich habe hier Aufkleber drauf, blau und auf der anderen Seite gelb. Blau, da kommt immer Stempelreiniger drauf, das habe ich hier schon gemacht. Die andere Seite bleibt trocken. Und dann wird geschrubbelt und nochmal geschrubbelt und der Stempel ist sauber. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt gerade anfangt und noch nicht so viel Geld investieren wollt, dann könnt ihr das auch unter klarem Wasser ausspülen und mit einem fusselfreien Tuch abtupfen. Ich finde aber, mit der Kiste ist das Ganze am einfachsten. Aber das dürft ihr entscheiden. Da mische ich mich nicht ein. So, jetzt haben wir es gestempelt. Jetzt kommt mein Stempel wieder runter und wird wieder verpackt. So, Schutzfolie drauf. Fertig. So, was ist das nächste? Ah, jetzt wird es schon montiert. Und zwar kommt auf dem Schild hier kommt die Klebepunkte. Und zwar zwei Stück. Hier noch etwas als Gadget, was ich euch empfehlen würde. Mache ich gleich. Also, wenn ihr euch so ein Set bestellt, zum Anfang, zum Ausprobieren, was ich euch empfehlen würde, was ihr euch kaufen sollt, wäre also das, die Stempelreinigungskiste. Ja, geht auch erstmal ohne. Aber so einen Aufhebhelfer kann ich euch empfehlen, weil damit kriegt man die Klebepunkte wunderbar hier von der Folie runter. Dann eine gute Schere. Und ein Papierfalter. Ja, oder Falzbein. Ich verlinke euch das. Entscheiden könnt ihr es dann selber. So, jetzt zeige ich euch hier den Einsatz von dem Aufhebhelfer. Ich nehme jetzt hier so einen Klebepunkt vorsichtig runter. Und ich nehme wirklich gerne einen Aufhebhelfer. Aus dem Grund, wenn man es mit dem Fingernagel macht, hat man nachher das Trägerpapier zwar unten, aber der Punkt, der klebt, ist immer noch auf der Folie. Das kann passieren. Also die kleben echt gut. So, Nummer 1. Na, das will gerade nicht so. Vorführeffekt. Na, das ist wie immer. Und als Info, ich habe das Set nicht vorgebastelt, also vorher ausprobiert, sondern ich bastel jetzt zum allerersten Mal ein Teil aus diesem Set. Ich denke mal, dann seht ihr gleich mal, wie lange das geht, wenn man das noch nie gemacht hat. Das ist dann wenigstens ehrlich. So, und dann das Känguru. Da kommen jetzt diese Dimensionals drauf. Und zwar drei Stück. Das sind sogar große. Eins oben am Kopf.
Ist das richtig? Ja, das geht. Und dann zwei an den, also eins an den Beinen und eins am Schwanz, also eins hier an den Beinen, zack. Und eins Richtung Schwanz, fertig. Und dann haben wir das schon mal. So. Jetzt kleben wir das Schildchen so auf die Höhe. Ah, nee, das kleben wir noch nicht. Erst kleben wir das Känguru. Ah, nee, wir sind erst bei Schachtel. Ach, zu blöd, eine Anleitung zu lesen. So, jetzt sind wir bei der Schachtel. Und zwar steht hier. Wir sollen das hier umfalten, glaube ich. Oder auch noch nicht. Doch, wir sollen das hier umfalten. So. Und dann soll hier jetzt das Abreißklebeband drauf. Gott, machen wir. Hier haben wir das Klebeband. Mal gucken, wo ist denn hier der Anfang? So. Machen wir es mal so hier an dem Eckstart. So. Also bei den Sets finde ich wirklich toll. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das mal so von anderen Herstellern oder so, dass man sich da so ein Set bestellt und dann fehlt noch das und man kann gar nicht sofort loslegen. Man freut sich ja immer, ich freue mich immer, wenn Pakete kommen, wenn ich irgendwas bestellt habe. Egal was es ist, ob es Bastelmaterial oder egal, man freut sich und dann kann man nicht loslegen, weil irgendwas fehlt. Und hier hat man eigentlich fürs Erste tatsächlich alles dabei. Bis auf halt so die Gadgets, die ich euch jetzt hier empfehle. So, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt soll man das umkleben, umknicken. Ah ja. So. Und ich hätte jetzt mal spontan gesagt, auch tatsächlich schon kleben. Zumindest sieht es so aus. Ich probiere es jetzt einfach mal. So. Das ist hier aber toll lösen. So. So. Hat man die Seite vor einem. So. Jetzt klebt man so einen Punkt. Da sollen auch diese Dimensionals drauf. Drei Stück. Eins an die Spitze. Zwei an die unteren. So. Dann macht man da jetzt das Känguru drauf. So. Wenn ich zu viel quatsche, schreibt es mal in die Kommentare. Dann gucke ich, dass ich ein bisschen. Oder wenn ihr denn nachher. Nicht, dass ihr nachher einschlaft und ich erzähle immer noch was. Ja? So. Jetzt kommt noch das toll gemacht drauf. Ihr müsst ein bisschen gucken, wo ihr die Klebepunkte manchmal aussetzt, wenn die zu weit außen sind, dass die vielleicht nicht dann so perfekt liegen. Oder dass da nicht so richtig kleben kann. Aber das kriegt man alles hin. So, jetzt hier die. Ja. Der Vorführeffekt. So. Und man soll darauf achten, dass man das Gestempelte wirklich nach außen hat am Ende. So.
soll das nach innen? Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Es wird dann hier so, dass es wie so eine Kissenschachtel ist, so zusammen. Hier die fertige Schachtel. So. So, jetzt haben wir das hier drauf geklebt. Und jetzt kommen noch hier die Steinchen. Ein großer und zwei kleiner. Ihr könnt es natürlich dann machen, wie ihr wollt. Aber jetzt nach der Anleitung kommt hier ein großes Steinchen. Auch hier, das löse ich dann vorsichtig mit dem Aufhebhelfer ab. Die sind selbstklebend. Und dann soll eins hier... Und noch ein kleines Ding schräg drunter. Aber wie gesagt, ihr könnt euch das denn so drauf machen, wie ihr es dann wollt. Es geht ja nur um mal zu zeigen, wie es die Anleitung vorgibt und wie man es dann nachmachen kann. Also Abwandlung ist immer kein Problem. So. Also, so sieht das jetzt fertig gebastelt aus. Zum Känguru drauf. So sieht es jetzt auf dem Bild auf hier unten und so fertig gebastelt. Also ich finde auch ein tolles Set, gerade für so Mini-Verpackungen. Man kann da, ja, von der Größe her würde ich sagen, ein paar Süßigkeiten. Es gibt ja genug so Minis, ne, die man reinmachen kann. Also Möglichkeiten gibt es da tatsächlich genug. Allerdings merke ich gerade so einen Tipp. In der Box sind ja auf der einen Seite so Halbkreise zum Reingreifen. Also ich würde wirklich das Geschlossene außen machen. Seht ihr das Geschlossene? Weil dann kann man hier besser reingreifen, um es aufzumachen. Ne? Und dann könnt ihr hier was reinfüllen. Zumachen. Fertig und man hat ein tolles kleines Geschenkpäckchen. So als kleines Mitbringsel. Also sehr schön, auch von den Motiven sehr toll. Also das macht Spaß. Ja, das war es soweit für heute. Ein Projekt gebastelt, ein tolles Set. Ich verlinke euch das wieder mal unten. Ihr könnt dann direkt über meinen Shop bestellen oder da, wo ihr halt lustig seid. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich wünsche euch damit viel Spaß beim Nachbasteln. Oder wenn ihr daraus was ganz anderes macht, schickt mir doch gerne mal ein paar Fotos per E-Mail. Alles kein Problem, ich freue mich. Also, bis zum nächsten Mal, euer Flo. Auf Wiedersehen.